Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Supporter Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Revenzeit einfach eingeben würdet, meine Freunde. Das wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, also vergesst nicht immer wieder abzuchecken. Ich würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Dankeschön, ich küsse eure Augen. Viel Spaß mit dem Video. Ciao! Was geht, meine Freunde? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich bin gerade, dass ich unten ganz... Ach, dankeschön. Mensch, Volkan, ist ja super hier. Gerade unten noch ein bisschen am Schlafen gewesen. Plötzlich stehen 6 Handwerker meiner Scheine im Haus drauf und sagen, hallo, warum bist du am Schlafen? Leute, heute ist endlich soweit. Mein gottverdammter Schreibtisch kommt endlich. Die Jungs von Wohnsektion haben ja auch den ganzen Kram hier für uns gemacht. Das habt ihr auch schon bestimmt gesehen. Bei Jody kommt hinten auch noch eine Menge hin. Und heute ist es soweit. Wir kriegen endlich diesen großen, kranken Producing-Schreibtisch mit Epoxidharz und auf der einen Seite mit einer Sitzgelegenheit, auf der anderen Seite mit sehr stehgelegenheit. Für das ganze DJ-Equipment. Ich muss erstmal wach werden. Wisst ihr was? Ich muss erstmal klarkommen. Bis gleich. Ihr seht vielleicht, das sind richtig, richtig fette Platten, die da runterkommen. Das sind auch keine normalen Platten, das sind quasi Echtholzstämme. Dazwischen ist Epoxidharz. Das ist einmal durchsichtig und einmal. Warum schiebst du nicht weg, Thomas? Weil ich die anderen ja auch drauf haben will, weißt du? Einmal schwarz und ich glaube, das ist das durchsichtig, man sieht es so ein bisschen schon. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das hier die Treppe runterpasst. Soll ich vielleicht mal Licht anmachen? Licht wäre eine super Sache. Darf ich wirklich mit anfassen? Nein. Wieso fragst du eigentlich beim Videoschnitt nicht, ob du mit anfassen kannst? Bro. Wir müssen da jetzt mal den alten Schreibtisch rausholen. Das war dieses Ikea-Ding, wo auch irgendein Volltrottel einfach draufgehauen hat, was da ein Loch drin ist. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich hab keinen Bock mehr, Junge. Nee, Digga, ich... Das ist das passieren konnte. Ich glaube, da brechen wir eher die Hand. Ich meine, derjenige, der da draufgeschlagen hat, das war ja zum Glück nicht ich. Was war der Schreibtisch bisher? Das war mein Schreibtisch. Also, das war wirklich der Schreibtisch. Komm, willst du den jetzt wirklich kaputt machen noch? Oder? Meinst du, ich krieg den einmal durch? Wenn du so drauf hüpfst, zählt. Kannst du die Kappe noch kurz versteigern, als so. Ja, ich glaube nicht. Wie gesagt, ich bin den Jungs hier echt so dermaßen dankbar. Die haben ja schon bei Izzy den Schreibtisch gemacht, bei Freddy und so sind wir an die ganzen rangekommen. Das hier ist wirklich das massivste und heftigste Gerät, was es, glaube ich, jemals gegeben hat. Also, Thomas, ich schwöre dir, ich krieg's nicht kaputt, wirklich. Diese zwei Dinger hier, die kommen nach draußen, das hier kommt, glaube ich, in den Müll, leider Gottes. Ich meine, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Ikea hingehen kann und Realmap Pappe verkauft mit Pappe obendrauf. Ich weiß nicht genau, welche Person mit so einem Schreibtisch, also, no offense, aber ich habe wirklich nur mal ganz leicht draufgehauen, da war ein Loch drin. Das geht ja nicht. Guck mal hier, ich muss einmal nur wirklich, ja. Und das weiß ich stark. Nee, das mache ich auch jeden Tag mit meinem Tisch. Ja gut, macht man normalerweise nicht, aber ich finde, den Schreibtisch sollte schon ein bisschen was aushalten, deshalb jetzt den neuen. Wie gesagt, ihr könnt auch mal das ganze Video auf Wohnsektionskanal auschecken, meine Freunde. Da gibt es mal ein bisschen Hintergrundinfos zu dem ganzen Kram. Das kann ich jetzt hier schon mal vorab sagen. Ich bin so dermaßen hyped, Leute. Wenn der Schreibtisch hier ist, dann wird hier nochmal ein bisschen verspachtelt da oben. Man sieht so noch ein, zwei kleine Schäden. Dann kommt hier die Leinwand noch hin. Hier haben wir jetzt, weiß ich, auch noch ganz neu, Kameraslots. Denn ich habe mir überlegt, wäre doch eigentlich nice, wenn wir hier nochmal Kameras reinmachen. Hier oben kommt eine richtig weit die GoPro in den ganzen Raum hin. Hier nochmal wahrscheinlich eine Blackmagic, die quasi dieses Sofa hier abfilmt, auf dem ich gerade noch gepennt habe. Jawohl. Hinten die ganze Ecke wird, wie gesagt, quasi Battlestage für Musik, DJing und Streaming und Gaming. Ich denke mal, im Januar kommt noch schon der neue PC. Es ist auf jeden Fall so, dass ich Ende Januar hier mit allen fertig bin. Dann ist das hier alles sortiert. Die Wohnsektion-Jungs bauen mir auch netterweise hier vorne einen richtig, richtig fetten Schrank, den ich abschließen kann. Denn es gibt ein paar Sachen, die Thomas nicht essen darf. Thomas, wir erinnern uns. Die Batterien schon, oder? Wir erinnern uns im UFO, du hast die Spülmaschine selbst gegessen, du warst 2 Wochen krank. Das muss nicht nochmal passieren an der Stelle. Ja, ich bin auf jeden Fall mal echt gespannt, wie das Ding jetzt hier am Ende aussieht. Jetzt halte ich einfach mal im Maul und lass einfach mal ein bisschen walten und wir sehen uns zwischendrin immer mal wieder, wenn wir ein kleines bisschen Fortschritt erarbeiten. Ich frage gerade Thomas, kannst du mir vielleicht beim Tragen helfen? Nee, aber ich kann dich dabei filmen. Ist absolut reasonable, kann ich? Ich meine, ist ja nicht so als. Kann ich hier die Hilfe gebrauchen? Oder als wärst du eine Stunde zu spät gekommen? Was? Was? Wieder ein Tag über Dead, Bro. Du Arschloch! So, wir tun das einfach alles auf Moos an den Tisch. Ich habe auch noch ein Paket von YouTube bekommen. Das machen wir gleich auch mal auf. Mein 100.000 Abonnenten-Button endlich mal nach 3 Monaten. Hey, die denken doch, dass ich bei dir wohne. Du hast 100.000 Abonnenten? Ja. Du arbeitest immer noch bei mir? Ja. Du bist echt selber schuld, wirklich. Can you feel the love? Oh, das ist ja für Jody, ne? Jawohl. Richtig, da kommt ja auch noch ein bisschen was dran. Übrigens, schau mal den Merch. An der Stelle nicht. Ich weiß nicht, warum du ungemerged trägst. Ich finde es Unverschämtheit. Gehen wir mal hinten das Efeu angucken. Alles im genauen Detail seht ihr dann bei Jody. Ist auch cool, dass die beiden ihre Tische leer geräumt haben dafür, oder? Das ist sehr hilfreich. Ja, ja, richtig. Ist auch geil, dass die beide hier sind, oder? Ja, das ist definitiv hilfreich. Ja, schauen wir mal die beiden an der Stelle. Was ist das jetzt? Das ist meine Tischplatte noch, ne? Nein. Wie? Ich hab nur zwei. Was nur zwei, du hast die besten.
Das ist so geil, weil meine Tischplatte, meine Freunde, hat in der Mitte kein Holz, sondern Epoxidharz. Dann fangen wir da an, oder? Was brauchen wir? Akkuschrauber? Die Platten? Unbedingt. Ja. Die brauchen wir auf jeden Fall. Kommen links und rechts daneben, ne? Kann ich das als Schreibtisch schreiben einfach? Du kannst das gerne benutzen, Thomas, ja. Ist auf jeden Fall besser als der im Ofen. Leg das andere noch drauf, bitte. Wir hatten zuerst überlegt, ob ich die Schreibe hier hoch- und runterfahrbar machen möchte. Hat sich aber als schwachsinnig erwiesen, weil ich im UFO sowieso nie großartig gestanden habe. Und das Geile ist ja, dass ich auf der anderen Seite quasi dank des Fluidkopfs, des Stativs in der Kamera, was ich 360 Grad drehen kann, auf der anderen Seite auch stehen kann. Das ist dann quasi zwar die Seite, wo ich DJ, aber selbst da kann ich auch meine stehenden Aufnahmen machen, wenn ich irgendwas machen möchte. Also alles entspannt und easy, wirklich. Aber ihr seht schon, Leute, das ist auf jeden Fall echt ein geisteskrankes Setup hier. Ich weiß nicht, ich finde sowas ja richtig geil. Ne? Sowas mag ich ja richtig gerne, wenn das hier so schön industriell und rough aussieht und sowas. Ein richtig schöner Schweiß. Du hast Schweiß? Ich hab das Schweiß. Richtig schöne Schweißnähe, finde ich mal jetzt sagen. Wirklich. Danke. Echt gut. Ich habe meinen mein Praktikum aus Versehen den Schweißtisch geschweißt. Junge, schaut der krank aus. Mhm. Das schaut ja von hier nach. Das ist so geil, oder? Alter, Revi. Hi. Ey. Und das Schöne ist halt auch, dass die Kanten jetzt hier von der Wolke, man sieht ja gerade so reingezogen. Wir sind halt schön dunkel jetzt, ja, ne? Genau. Wir hatten nochmal ein bisschen dunkler als hier vorne. Aber du machst auch noch diesen perfekten Übergang, ne? Hier hast du wirklich Holz-Epoxy, ne? Genau, ja. Genau an der Kante. Ja. Und da hat es ja so ein bisschen leicht verrostet, genau. Man merkt nichts. Ja. Hä, war das ein Ding da drin? Von Anfang an? Nee, das ist neu gekommen. Freunde, es ist gerade UFO, denn wir holen kurz die Boxenteller, meine anderen Bildschirme. Hoffentlich haben wir jetzt auch den richtigen Imbusschlüssel dabei und auch einen Laptop, den ich für Kollegen holen muss. Wir können nämlich tatsächlich jetzt alles doch vor Ort klären. Wir haben jetzt ein bisschen improvisiert und das ganze Ding eigentlich noch besser gelöst als schon zuvor. Also es wird auf jeden Fall richtig krank. Wir gucken jetzt generell erstmal, ich war so lange nicht im UFO, Leute. Ist überhaupt noch jemand da? Im UFO ist momentan keiner mehr. Ich sehe es, glaube ich, ausgezogen. Wir hatten auch sein Streaming-Setup da. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das aussieht, wenn es komplett leer ist, Alter. Ich war schon lange nicht mehr drin, Digga. Das wird wirklich echt seltsam, Alter, jetzt für mich, weil es halt Monat nicht mehr da oder sowas. Ja. Ne? Das letzte Mal war im Crewzember noch, wo wir da waren. Schauen wir mal, Leute. Auf die alte Zeit. Komm ich hier noch rein? Junge. Was stinkt hier so? Boah, Junge. Freddy! Er ist nicht da. Boah. Hä? Ich dachte, du bist ausgezogen, Digga. Ist ja noch dein Play-Button. Den muss ich jetzt auch mal mitnehmen. Alter, das ist einfach richtig eklig gerade. Junge, was stinkt denn hier so? Ich weiß es nicht. Hä, du hast hier auch noch Bildschirme stehen. Ja, alles. Ach, da kriege ich einen davon, richtig? Ja. Boah, Junge, dieser Geruch. Unglaublich. Ich habe den Fluidkopf sogar gefunden, den wir gleich brauchen. Okay. Bah, ist das ekelhaft, Digga. Ich weiß, woher es kommt. Irgendjemand hat den kompletten Kühlschrankinhalt in die Küche gelegt. Easy. Alter. Ganz ehrlich, Junge. Ekelhaft, wa? Wir haben jetzt soweit, glaube ich, alles, was wir brauchen. Okay, tschüss, ja, UFO. Wir sind echt ehrenvoll, Kilian. Es kann man nicht anders sagen, dass du hier einfach mal vorbeigekommen bist. Auch wenn du mich immer beleidigst. Ja, ich bin am Start. Einen Auszug ein hier. Lass meinen Arsch gehen, Digga. Guck mal hier, René, wir können dir jetzt auf jede beliebige Größe stutzen, so wie du die brauchst. Dann würde ich sagen, wir recyceln ja sogar. Wir haben nämlich jetzt gerade gesehen, dass diese Bildschirmhaltung hier perfekt drauf passt. Hatten uns jetzt überlegt, das hier oben dran zu machen. Machen wir aber jetzt einfach hier drin. Das wurde dann auf das gezogen. Dann kommen hier 5 Bildschirme anstatt 3 hin. Einfach, weil ich es kann. Die kommen dann quasi auf die Höhe, die kann ich dann auch in die Richtung drehen, falls ich dann hier mal mein Serato oder sowas laufen lassen möchte für die Turntables über den Computer. Dann haben wir noch diese wunderschönen alten Boxenteller von mir. Stellt die dann quasi hier in der beliebigen Höhe auf. Bohren hier noch Löcher rein, richtig? Jawohl. Und könnt ihr dann hiermit auch noch in der Höhe verstellen. Richtig geil. Und hier vorne, das ist die Masterkonstruktion. Das ist wirklich das krasseste überhaupt. Wir haben jetzt die Kabel einmal auf der Seite hier raus für den Strom, einmal auf der Seite für den Camlink. Die Kamera ist perfekt ausgerichtet. Hier vorne ist ein Fluidkopf, den ich jetzt gerade mal nicht verstellen möchte, aber theoretisch kann ich ihn auch in die Richtung drehen, weil hier ist ja dann die Seite, wo ich auflege. Aber ist gar kein Fluidkopf. Was machst du jetzt? Wie heißt denn das hier? Ein Kugelkopf. Danke dafür, Thomas. Jedenfalls kann ich das Ding auf jeden Fall jetzt hier ganz bewusst an der Stelle immer stehen lassen. Habe jetzt eine richtig kranke Kamera hier und kann das auch dann einfach in die andere Richtung benutzen. Wenn das jetzt hier nicht wirklich sexy ist, wir haben jetzt soweit alles eingerichtet bzw. hingestellt, die Bildschirme stehen. Ich habe mich dann spontan dazu entschieden, das ist eigentlich ziemlich geil, 5 Bildschirme, aber deshalb hängt hier noch einer. Ja, aber das sind ja 4, also ich weiß nicht, ob du zählen kannst, richtig, aber. Lass mich ganz kurz ausreden und zwar fehlen mir hier an diese Halterungen, die mir jetzt auch zweckentfremdet haben, dass wir einfach nur gesagt haben, ey, wir bohren ein paar Schrauben in die Boxen rein. Das sind die Monitorboxen, da ist halt ganz wichtig fürs Producing, dass die auf jeden Fall auf Kopfhöhe hängen.
Die kann man auch gerade machen, das ist kein Problem, die kann man nicht verstellen. Das Licht ist hiermit fest installiert, die Kamera ist komplett fest installiert, was wirklich krank ist hier. Das Kabel läuft hier im Rohr entlang, einmal an der Seite für das Signal für mein PC und auf der anderen Seite für den Strom. Ihr seht auf jeden Fall, die Boxen stehen soweit. Ich hatte gerade sogar mit Thomas überlegt, wie schön es eigentlich wäre, hier nochmal zwei Lichtpads hinzumachen. Die können gar nicht mehr in den Raum gucken. Dann habe ich dann wirklich hier komplett Licht von vorne, reicht aber so momentan auch. Das habe ich eben schon erklärt, hier kommt dann der Keyboard, halt da hin, den stellen wir dann quasi in die Ecke rein. Und jetzt kommen wir eigentlich zum großen Finale, oder? Jawohl. Und zwar kommen wir nämlich jetzt zum DJ-Stehtisch, der auf diese Seite hier mit aufsetzt, der wird hier mit angeschraubt und setzt hier quasi auf. Diesmal auch wieder Epoxidfarbe, allerdings ist mal Quarzharz und ich finde, das sieht so unglaublich krass aus. Jetzt aber wird hier angeschraubt. Jetzt müssen wir mal kurz noch festlegen, was deine Vorderkante werden soll. Einmal haben wir hier Epoxy und da haben wir zweimal Epoxy, das ist die Unterseite. Also ich hebe die mal eben hoch, dann kannst du mal kurz gucken. Komm mal ganz kurz rum, Thomas, komm mal ganz kurz. So also aus dem Bauchhaus würde ich sagen, dass das hier vorne ist, weil dieser Bogen so ein bisschen zu dir zeigt. Ja, dann guckt man da eher hinten drauf, ne? Ja. Ja, finde ich geil, machen wir so. Okay, ja. Dann wie das? Alter Schwede, Leute, das ist doch mal eine Tischplatte. Unglaublich, wirklich. Das da vorne ist schon krank, aber das hier... Das heißt, hier ist Vorderkante? Mhm. Ich meine, man könnte jetzt hier denken, dass das Teil des Holzes ist, ne? So, ja, weil es jetzt hier aber so eine gewisse Maß ist. Also wenn es poliert ist, dann sieht man schon, dass das nicht natürlich ist. Also das ist das wirklich einfach nur crazy. Der größte Aufwand war jetzt eigentlich gesagt, die Stangenkonstruktion dazu machen. Aber ich meine, schaut euch das mal bitte an von hinten. Wenn da jetzt noch der andere Bildschirm hin, schaut euch das mal bitte an von hinten. Thomas, dreh bitte die Kamera einfach, Mann. Schaut euch mal von hinten an, Leute. Wenn da jetzt noch das ganze Kabelmanagement und so weiter und so fort kommt, ist das nicht ein sexy Table? Also wirklich, da kann mir niemand sagen, dass das nicht komplett an meinen Handschriften gebaut worden ist. Das ist echt das Krankste, was ich mir hätte vorstellen können für dieses Büro. Und das Schöne ist, dass ich jetzt gleich noch da hinten Platz machen kann. Wenn hier das ganze DJ-Equipment steht, können wir nämlich da hinten den Arbeitsplatz schon langsam einrichten. Die eigentliche Montur-Tisch ist ja gar nicht so schwierig, ne? Ja, das Anpassen. Das Anpassen genau. Erstmal, das dass man damit mal alles hinbekommt, ja. Aber das macht's nachher aus, ne? Sieht einfach so crazy aus, oder? Was ist dein Holz von Arthur, Thomas? Was soll das eigentlich, ja? Ja, komm, hau ab, komm. Alter, vor allem diese klare... Was? Mauspad. Kann man jetzt gar nicht mehr durchschauen. Man kann jetzt seine eigenen Füße gar nicht mehr sehen. Aber wenn man guckt, wenn man sehen möchte, wie es seinen Füßen geht, kann man das Mauspad... Warum sollte man sehen wollen, wie es seinen Füßen geht? Fußfetischist. Alles klar. Wieso bist du eigentlich in den Fällen, wo man dich braucht, nicht nützlich? Hey, ich helfe dir. Du filmst mich wie eine Staubsauger, das will kein Mensch sehen. Na doch, ich will's sehen. Du musst mit dem Abspann, du brauchst jetzt hier nicht noch weiter filmen. Ja. Das ist der Abspann. Hallo, willst du den Leuten nicht deinen neuen Schreibtisch jetzt vorstellen, noch kurz? Leute, ihr seht's hier gerade, meine Turntables stehen jetzt hier. Die sind an euch angeschlossen und hier die wirklichen Turntables, die Relux, sind noch gar nicht benutzt worden, das ich von mir so langer Zeit nicht mehr. Die XDJs kennt ihr ja schon, der Richard steht hier gerade, weil ich ihn irgendwo hinstellen wollte. Ja, wir haben hier ein absolutes Meisterwerk der Handwerkskunst. Das war ein dickes Dank an dich, Mann. Wirklich richtig fett geworden, kann man nicht anders sagen. Wir haben hier einmal die Stehposition quasi. Eigentlich ist es viel zu schade, eigentlich dürfen wir auf die Tische gar nichts draufstellen, weil sie so schön sind. Ne? Ja, stimmt. Dieses Harz ist wirklich echt geisteskrank. Und man muss noch dazu betonen, das hängt alles quasi an einem Gestell hier. Jetzt geht es erstmal Livestream für mich. Ich muss mich auf jeden Fall echt bei Wohnsektion und bei dir natürlich auch nochmal richtig fett bedanken. Ihr findet auf jeden Fall alle Links in der Videobeschreibung, Leute. Checkt auf jeden Fall mal das Video zu meinem Schreibtisch und der ganzen Büroeinrichtung aus und lasst auf jeden Fall bei den Boys ein Abo da. Wie gesagt, große Shoutout an der Stelle. Riesiges Dankeschön. Ich bin unglaublich zufrieden damit. Folgt mir auf jeden Fall mal auf Instagram rein und sowas. Ihr kennt den ganzen Spaß, ja. Schaut es euch unbedingt mal an. Es gibt noch ein paar Hintergrundsachen für den Tisch zu erfahren. Ein paar Sachen, die ich noch gar nicht gezeigt habe, findet ihr wie gesagt bei denen auf dem Kanal und da bin ich raus. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.